Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Minecraft Continuum. Das war melodramatisch, aber ich hatte gerade Lust drauf. So, meine Freunde, in der letzten Folge haben wir dieses Konstrukt hier aufgebaut, haben es verkabelt, haben Strom angeschlossen und jetzt geht's endlich zur nächsten Quest. Und zwar haben wir vor, ich gehe gerade mal hier zurück, wir möchten diese Quarzmühle bauen und eine Holzkurbel. So, wir fangen natürlich mit dem Schwierigsten an, ja, und zwar die Holzkurbel. Das ist das Allerschwierigste, ja, Holzkurbel. Hier, oha, kriegen wir das hin? Wir wissen es nicht ganz so genau. Stickies haben wir. Wir haben das. Wir haben die Holzkurbel. Und... oh, wunderbar. Ist das der Redstone drin? Okay. Weiter geht's. Wir brauchen die Quarzmühle. Und das wird ja schon ein bisschen tricksiger. Ich meine, die Quarzmühle ist unser erster Schritt zu Applied Energistic 2. Ja? Und wir brauchen hier Granit, Diorit, Andesit, Bruchstein. Okay, das ist nicht das Problem, aber das hier, Empowered Diamond Crystal von Actual Auditions. So, und da brauchen wir einen Empowered Diamond Crystal und da brauchen wir den Empowerer. Ein Diamond Crystal brauchen wir. Und dafür brauchen wir diesen atomaren Umwandler, was wir zum Glück haben. Um diesen Diamond Crystal Block zu bekommen, ja, brauchen wir das hier. Ein Diamantblock. Und da brauchen wir 9 Diamanten dafür. Und zum Glück, ich war ja Farm. Ach, übrigens, apropos Farm. Leute, ihr müsst mir das mal sagen. Wollt ihr, dass wir zusammen farmen gehen oder soll ich das zwischen den Folgen machen? Das müsst ihr mir irgendwie mal in die Kommentare schreiben. Und ich weiß, ihr wisst ja, ich produziere im Voraus. Und ja, es wird ein Weilchen dauern. Hallo? So, da wollten wir hin. Atomare Umwandler. Warte mal. Diamond. Okay. Wir gucken einfach mal, was passiert. Das ist jetzt eine ziemlich teure Sache. Ich schmeiß den mal dahin. Zack. Und wir haben ein Diamantic Crystal Block. Sehr schön. Ja, ja, ist gut. Wir schalten es wieder aus. So. Den haben wir. Empowered. Hier. Jetzt müssen wir da das hier ausmachen. Das heißt, wir zerlegen den mal. So. Okay, wir haben den hier. Der kommt in die Mitte rein. Und wir brauchen, wie viel? Warte mal. Wir brauchen 3 Stück. Eins, zwei. Also, wir können immer nur einen machen. So, okay, das ist das erste. So, dann Tonklumpen. Hellblauer Farbstoff. Das wird natürlich wieder lustig. So, 2 Tonklumpen und Ton. Hellblauer Farbstoff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann machen wir. So. Hm.
kriege ich das damit hin? Ton. Einmal Ton. So. Jetzt gucken wir uns das Rezept hier nochmal an, ja? Ton. Ton. 1, 2, 3. So, jetzt brauchen wir noch den hellblauen Farbstoff. Hellblauer Farbstoff. Wir haben Nacht, wir gehen mal schlafen. Wahrscheinlich müssen wir mal doch kurz auf Tour gehen. Wir schlafen mal kurz. Früh am Morgen muss man natürlich einen Schluck Kaffee trinken, ist ja logisch. Das habe ich jetzt hiermit auch gemacht. So, hellblauer Farbstoff. Was haben wir denn hier? Blueberry. Kriege ich da hellblauen Farbstoff raus? Nein. Naja, man hat es ja mal probiert. Hellblauer Farbstoff. Haben wir hier irgendwas? Hellblauer Farbstoff. Das will ich mal kurz gucken. Wabe. Eine hellblaue Wabe. Wir müssen doch auch irgendwie anders der hellblauen Farbstoff herbekommen. Okay. Hellgrauer. Haben wir Lapis? Habe ich Lapis unten? Und Knochenmehl? Habe ich Lapis? Lazuli. Lapis, Lazuli. Habe ich sowas? Ruby, Peridot, Saphir, Knochenmehl, Enderperle, eine, wow. Knochen, verrottetes Fleisch, Smaragd. Wir haben kein bisschen Lapis Lazuli. Nicht einen. Ich habe 2 Cheeseburger. Blutal, aber nur ein. Keine Ahnung. Mal probieren. Blutal und Knochenmehl. Ich möchte wenigstens einen herstellen jetzt. Und ich weiß auch nicht, wie lange das dauert. So. Zack und zack. Hellblauer Farbstoff, 2 Stück, okay. So. Ah, es lebt. Und was haben wir? Brauche ich wahrscheinlich eine leere Hand. Wir haben ein Empowered Diamond. Okay, wir brauchen aber
3 Stück. Das heißt, ich habe bloß noch einen hellblauen Farbstoff. Wir werden mal kurz auf Tour gehen. Wir nehmen das Schwert in die Hand. Und hoffen doch mal, dass mir irgendwie eine blaue... Vielleicht habe ich doch... Habe ich was vielleicht in der Truhe drin? Truhenblumen? Nein. So. Ach ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, das muss ich mal kurz reparieren hier. Das machen wir mal kurz hier raus. Hab noch ein bisschen Kies. Kies, Ton, Stein, Diorit, Kies. So. Warum drücke ich eigentlich immer E? So. Ich würde sagen, wir gehen in die Richtung. Und nehmen das Bett mit. Sicher ist sicher. Ja, ich weiß, ich bin total vorbereitet. Schlafsack. So. Wir nehmen den Schlafsack mit. Flachsen. Nehmen wir mal mit. Flachsfaden. Naja, warum nicht? So, blauer Farbstoff. Oh, yeah. Black Lotus. Moon, nehmen wir mal weg. Löwenzahn. Wow, ich bin ja gleich voll mit Inventar. Black Lotus, den lassen wir mal stehen. Wir müssen da mal eine Brücke rüber bauen. Bluebells. Was hast du auch schon? Ich hoffe, ich brauche nicht mehr. Bluebells. Zack. Blue Dry. Okay, wir gehen zurück. Das muss reichen. Und Abflug. Damit wir die Quarzmühle fertig bekommen. Uah. Uah.
Ja, hoch mit dir. So. Lass mal schön stehen hier. Mit dem Farbstoff, da müssen wir uns mal noch was einfallen lassen, wie wir da am besten das hinbekommen. Aber die Quarzmühle ist dann der erste Schritt quasi zur Erzverdoppelung, ne? Da ist unser Weg. Ach ja. So. Zack, Türe zu. Und ich kann nur Nacht schlafen. Es wird doch Nacht. Oh, brauch ein Stück Kaffee. So. Gut. Das Fleisch, die Holzkurbel, die brauchen wir ja sowieso. Wie viel brauchen wir denn? Drei, also. Alter. Zwei Stück müssen wir noch machen, ne? Zwei Stück. Hellblauer Farbstoff. Blue Dye. Noch ein mehr. Eins, zwei. Zack. Zack. So, haben wir hier Tonklumpen. Und wir brauchen noch 1, 2. Schön. Okay, dann war das also folgendermaßen. So. Da haben wir den Diamond Crystal. Ich hoffe, ich habe das jetzt auswendig im Kopf. Du kommst dahin. Hellblauer Farbstoff kommt dahin. Tonklumpen. Tonklumpen. Und Ton. Und es lebt. Hallo? Naja, wir brauchen eine leere Hand. So, und dann machen wir dasselbe nochmal. Heller blauer Farbstoff. Bin mal gespannt, ob wir das irgendwie später auch mal automatisieren kann. Marbel? Wieso habe ich da jetzt Marbel? Wo ist mein Ton? Hä? Stein, Stein? Ich hatte... Marbel? Wieso Marbel? Da Marble jetzt in meinem Inventar. So. Jetzt haben wir drei Stück davon. Gut, was brauchen wir noch? Ein Aluminiumzahnrad. Haben wir Aluminium? Ich hab Schiss, wenn ich jetzt da Aluminium reinmache. Dass wir wieder irgendwas anderes bekommen.
Ich glaube, Alu haben wir nicht so viel. Ist das Alu? Ja. Okay. Ich hab's gewusst. Schnell raus damit. Ich hab's gewusst, dass da wieder was anderes draus wird. So, das haben wir. Diorit, Andesit, Bruchstein. Bruchstein kriegen wir. Haben wir da. Okay. Zack. Zack. Und wir haben die Quarzmühle. Geil. Quest complete. Stellen wir hier die Quarzmühle hin. Und da kommt die Holzkurbel. Und das heißt, wir könnten jetzt zum Beispiel, ich mache einfach mal, probier's gerade mal. Geht nicht, hä? Was haben wir denn da? Warte mal. Ich nehme das Aluminium-Erz. Geht auch nicht. Warum denn nicht? Eisenerz? Ich dachte, das wäre zum Malen. So, Erz vielleicht das mal. Ah, das geht. Eisenerz geht. So, wir haben jetzt da zweimal Eisenerz und jetzt drehen wir mal hier. Drehen, 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 drehen. Das ist jetzt da drinnen. Wir müssen weiter drehen. Oh, drehen wir mal. Mal gucken, was da rauskommt. Wir drehen und drehen und drehen. Viermal. Okay, das ist natürlich... dreimal. Schade, dass das nicht geht. Hier. Okay, das ist halt das ganz Einfache. Jetzt haben wir hier pulverisiertes Eisen. Gut. Ja. Räumen wir wieder auf. Das tun wir mal da rein. Mal gerade nicht so drauf. Und wir gucken mal, was wir bekommen. Eine Brokkoli-Creme-Suppe. Ist ja cool. Naja, gut. Zum Glück habe ich gerade keinen Hunger. So, das haben wir jetzt. I can fix it. An Item Repairer. Ein Item Repairer. Gucken wir mal. Einen Item Repairer. Item Repairer. Oh mein Gott, wir brauchen einen Powerwater Inori Crystal. Wie läuft das? Einen Schneeball. Einen Kristallblock. Das machen wir mit dem atomaren Umwandler und Eisenbarren. Also wir brauchen Schnee. Schnee. Wo kriege ich denn jetzt zum Geierball Schnee her? Okay. Ich habe doch mal, da gucken wir mal schnell. Bei mir auf dem Dach ist doch ab und zu Schnee. Da oben ist Schnee. Ja, wir haben Schnee. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Folge. Ich bedanke mich mal bei euch fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ich muss Mikro das nächste Mal ein bisschen leiser stellen, habe ich so das Gefühl. Also, bis dann. Ciao. Ciao.